Ach, komm doch endlich aus dem Wasser. Mein Gott, was ist falsch mit dir? Na gut, dann lass uns zu Hause mal ein paar Bücherregale bauen. Ah, ich sehe dich da vorne. Probier gerade die Schweine hier. Ach so, wo bringen wir denn die Schweine hin? Wir haben gar keine Stallungen. Ach doch, klar haben Doch, du wir. hast doch welche gebaut. Ja, richtig, habe ich tatsächlich. Da sind wir ja schon. Okay, ein Zombie. Ich auch. Ich folge dem Geräusch. dachte, da wäre ein Eingang zu einer Höhle, aber es war doch nur eine kleine Erdkuhle. Ja, wer die Kuhle nicht ehrt, ist der Höhle nicht wert. Eine coole Kuhle. Ich führe euch doch mal außen rum. Sonst kackt ihr uns wieder ins Haus. Das ist jedes Mal. Es ist. Was er jetzt nicht weiß, das bin eigentlich ich. Aber ich sage mal, die Schweine waren's. Wow, ich habe 38 rohes Fleisch gesammelt. Nicht schlecht. Von Wir haben Schweinen. immerhin 25 Leder, aber es dürfte nicht reichen. Na, Okay, kommt mal mit, meine Schweinchen. Saplings, Melonensamen, Tintensäcke mache ich jetzt auch hier einfach. Ach nee, die kommen in Beute. So, Marco, komm mal hier mit Karotten her, damit du die hier ein bisschen Liebe machen lassen kannst. Da, meine kannst du auch haben. Ja, aber ich muss doch erst das Zeug hier rein Oh. versammeln. Jetzt war abgeschwitzt. So, also. Fleisch brennen kommt dann auch gleich auf den Plan. Haben wir noch was hier irgendwie zum Pflanzen? Nein. Okay. Immerhin schon wieder 4 Diamanten. Ja, waren es nicht sogar mehr? Marco, unterschlägst du hier Was? 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 Unterschlagen? Matthias. Wo haben wir denn Flint? Flint, da ruft er an. Flint, Steve. Kohle, Kohle, Kohle. Cobblestone. Nein, Ich mach die Truhen Cobblestone. jetzt einfach mal in die Holzkiste. Mein Gott. Ja, ich weiß, ich bin ein Genie. Ich brauche ein bisschen Kohle. Ey, wie hier die Truhen immer knack, 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 knack. Das ist eigentlich ganz gut. Wir sollten dann einen Remix machen. Absolut. Achso, ich wollte ja die Karotten, sollte ich ja mitnehmen. Ein Brot ist dann noch übrig und dann fängt man an, das Fleisch hier zu brennen. Ach Gott, Steak. wir haben halt keine Öfen mehr. Hüstel, Hüstel. Irgendein Idiot brennt da ganz viel Eisen drin. Hüstel, Hüstel. Junge, Junge. Da brennt wirklich einer einen Anus voll Eisen. Wir könnten da hinten einfach noch ein paar Öfen hinstellen. Wie wär's? Na gut, ich baue ein paar Öfen. Wie viele? Ich brauche noch mal zwei. Also 6. Wenn du das sagst. Ich habe jetzt 8 gemacht. 9 Stück würden hinpassen. Ist Cool. das nicht Ein schön? lachendes Creeper-Gesicht. Also auf jeden Fall haben wir genug Kohle. Wir können erstmal 64 Kohle überall reinschmeißen. Wir könnten mal, wie viele Schienen haben wir denn tatsächlich? Wenn wir auch, wie viele Eisenbarren brauchen wir für ein Stack Schienen? 4 mal 6, oder? Für ein Stack Schienen 4 mal 6 Eisen, ja. Also 24 Eisen. Jetzt teilen wir das mal irgendwie so auf. Ich geiz jetzt übrigens gerade echt nicht mit der Kohle, weil wir so viel haben. Ja, das glaube ich. Also wir sind jetzt bei 7. Was? Völlig überfordert. 3 plus 5 Stacks Schienen sind wir jetzt definitiv. Okay. Wer rechnet mir das jetzt kurz?
5, 6, ganz viele. So, fertig. Bin einfach. Wir haben einen kleinen Schweinenachwuchs. Nein! Oh, gib mir mal, Moment, ich brauche eine Hacke. Wir sollten ein paar von den Karotten anbauen. Sonst währt das nicht lang. Haben wir noch Hacken? Ach, da ist eine. Ich mach mal aus zwei von den Karotten. Gib mal Karotte. Aus zwei von den Karotten mache ich mal Karotte am Spieß. Und so. Wird's Nacht? Ja. Sieht ja gerade voll geil aus in dem Texture Pack irgendwie. Weil die Szenerie ist schon dunkel. Aber der Himmel ist noch relativ hell. Sieht echt cool aus. Ich brauche Angeln jeden Tag. So. Habe jetzt einfach mal alle neuen Karotten angepflanzt, einfach mit ins Getreidefeld rein. Okay. Dann lass uns schlafen und dann können wir ja jetzt mal geschwind hier, um mal wieder zur Abwechslung ein Achievement zu holen, versuchen, die zwei Schweine in den Cliff runterzureiten. Haben wir schon. Oder? Wie viele haben wir denn jetzt? Halt, aber dann lass uns erst schlafen gehen. Ja. Wir haben 4. Das heißt, selbst wenn wir 2 rausholen, dann haben wir immer noch eine Möglichkeit, unsere Population zu erweitern. Wir kriegen sie dann nicht mehr raus. Ohne den Stall umzugraben. Ja, den werden wir umgraben. Also 2 Sattel. Hast du einen Sattel? Ach ja. Yippie-yay. Schweinebacke? Das passt sogar. ich grab grad. Wo haben wir denn hier eine Klippe? Da oben, oder? Ja, aber lass uns erstmal gucken, wo wir die runterreiten wollen. Sollten die vielleicht auch runtergraben? Weißt du, dass wir die hier nehmen, uns eine Treppe da hinsetzen und hier gerade graben? Ja, also hier den vorderen Teil wegmachen, meinst du? Genau. Ich weiß gar nicht, wie hoch die sein muss. Ah, das reicht. Also sie müssen nur Schaden nehmen. Das finde ich. Die Schweine, und das sollte reichen. Jetzt kurz hier treppentechnisch gucken, dass wir hier hochkommen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Irgendwas klappt hier nicht. Traumhaft. Oh. Okay, gehen wir es an. So, dann lass uns Schweine reiten. Eine der eher ungewöhnlichen Errungenschaften. Hallo. Tut mir leid, ich bin irgendwie leicht abzulenken. Machen wir das doch hier, oder? Ja. So. Guck mal, das kommt sogar raus. Komm raus, Kleiner. Komm raus. Sehr schön. Gesattelt und ab dafür. Los, lauf. Ich denke halt, dass die anderen auch wieder rauskommen werden, aber die kriegen wir ja dann. Nein, es kommt nicht raus. Springschweinchen! When pigs fly! Aber es ist dabei gestorben. Ja, dann hat meins ja jetzt richtig Bock, darauf zu gehen. Und es tut es trotzdem, einfach weil es so geil auf diese Karotte ist. Oh Gott, weißt du, wie schlimm wir sind? Und? Hui! Deins hat's überlebt. Ich hab ein geiles Schwein. Das andere ist wahrscheinlich in einen Kaktus reingelaufen in der Wüste. Stimmt, das war einfach schon angeschmatzt. So, wie kriegt man den Sattel da jetzt runter? Gar nicht. Na toll. Außer du tötest das Schwein, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Aus. dann können wir sie ja auch ein bisschen unterscheiden. Richtig. Okay, when pigs fly. Hey, das war jetzt echt cool. Das ist eines der größeren Achievements. Das stimmt. Ich brauche übrigens immer noch Sniper-Duell, aber das kann ich ja irgendwann mal. Jo, das hat ja Zeit. Kann ich mir auch so ein kleines Setup auf dem Creative basteln. Ach was, komm, mach's hier. Hier sind sogar die Entfernungen abgesteckt. Abgesteckt. Wo ist denn unser Leder? Da ist unser Leder. 25. Ah, halt, warte. Lass jetzt nicht das Eisen da rausholen, sondern lass uns erst das Zeug verzaubern.
Also? Verstehst du? Gibt dann nämlich viel mehr. Was sollen wir denn verzaubern? Das Eisenschwert? Ja, nee, erstmal Bücherregale bauen. Richtig. Also wie viele haben wir denn jetzt? Ich bin schon dran. Wir haben nicht genug Zuckerrohr. Okay, also drei haben wir. Was? Ich würde sagen, wir haben nicht genug Zuckerrohr. Naja, dann ein Problem. Und wenn ich da oben noch welches... Doch, da oben wächst doch noch welches in meinem Minigarten. Ach stimmt, der existiert ja auch. Alles, da ist alles gewachsen. So, das sind jetzt auf jeden Fall mal vier weitere Bücherregale. Ich habe hier ein bisschen Papier für dich. Ups. Also den Librarian eigentlich schon? Ja, den habe ich mir auch auf dem Creative geholt. Kreativtechnologie. Das Product Placement hört nicht auf. Nee, ist echt schlimm. Für alle, die es nicht gemerkt haben, Holz. Das war Renault. Ist es nicht Citroën? Citroën? Richtig. Was da? Ah, Renault ist Kreateur d'Automobil. Ja, genau. Ich finde übrigens, alles hört sich schwul an, wenn man es französisch ausspricht. Oh ja. Entschuldigung, wir brauchen mehr Holz. Bruce Willis? Okay. Wir brauchen mehr Holz? Was soll das? Was ist überhaupt für eine Aussage? Ja, Moment. Könnte reichen. Also wir brauchen dann trotzdem neues Holz, weil wir keins mehr haben. Ja, okay, es reicht für die 6 Bücherregale. Okay. So. Ich würde sagen, wir verzaubern einfach, bis wir dann an den Punkt kommen, wo wir so viele Bücherregale haben, werden wir dann schon wieder Level 30 sein. Und wenn nicht, dann kriegt man das ja irgendwie schon einigermaßen schnell hin. Tja, dann muss halt doch das eine da verschüttet werden. So, bis wie viel dürfen wir denn jetzt? 18, 18, 18. Ja, offensichtlich 18. Gut, Unu? Ich würde sagen, jeder von uns baut jeweils einen Bogen. Okay. Und knallt da eine 18er Verzauberung drauf und hofft, dass es Infinity wird. Ja, mit 18 ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich weiß es. Na, Moment mal. Also ich kann mal gucken. Minecraft-Wiki, aber ich glaube nicht, dass es einer Stufenbeschränkung unterliegt. Ich weiß nicht mal, ob die Chance höher ist. Ja, dann schau doch mal. Das mache ich doch gerade. So, also. Das mache ich. Oh Gott. Ach, ich habe ja noch einen fast vollen Bogen. Warte mal. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo einen Bogen rumliegen zum Reparieren. Haben wir nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Menno. Ja gut, egal. Kostet ja nichts. Brauchst du auch einen Bogen? Dann stelle ich gleich zwei her. Ja. Also wieso? Hier steht nichts. Selbst im Englischen. Ich guck gerade. Baus. Echt unglaublich. Infinity. Nee. Nee. Also theoretisch müsste es gehen und es sollte nicht mal eine groß andere Wahrscheinlichkeit haben. Okay, ich lass es uns einfach probieren. Wir müssen jetzt erstmal einfach Level verlieren wieder ein paar. Ich habe Power 2. Gut, your dann turn. Darf ich jetzt. Wo bist du denn? Ich bin draußen und fälle gerade Bäume. Wir gerade mal schön alles entforstet. Da, fang. Okay, die Spannung steigt. Wir können das Ding dann auch benutzen im Nether. Bam! Punch 1. Na toll. Punch 1. Punch 1. Ich bin glücklich über meine Verzauberung.